Und hier bin ich wieder mit dem Bericht über den Skorpionmann. Hört, wie der Skorpionmann sich gibt. Der Skorpionmann ist ein leidenschaftlicher, emotionaler und unberechenbarer Geselle. Herausfordernd stellt er sich jedem Hindernis, gleich welcher Folgen. Er vergisst nichts, weder Freundlichkeit noch Verletzungen. Man sollte bei ihm auf der Hut sein, denn bei einem Streit ist sein Motto alles oder nichts. Im Liebesleben ist es gefährlich, ihm nahe zu kommen. Wer ohne Folgen mit ihm flirten will, bleibt lieber fern von ihm, denn er wird sich kaum bemühen, sich zu beherrschen. Seine Persönlichkeit ist dynamisch und anmaßend. Doch er ist auch treu und zuverlässig. Hals über Kopf stürzt er sich in Vergnügungen. Aber man kann sich auch sehr gut bei ihm anlehnen, wenn er Sympathie für einen hat. Im Beruf blüht er auf, denn seine Arbeit ist ihm sehr wichtig. Körperliche Arbeit liebt er nicht so sehr. Er ist ein guter Analytiker und Psychologe. Aber auch im Heil- und Therapiewesen findet er seine Berufung. Seinen Erfolg findet er auch als Chirurg, als Anwalt, aber auch in kriminalistischen Untersuchungen oder als Vollzugsbeamter. Zu Spekulationen neigt er absolut nicht. Mit seiner Gesundheit geht er sorgfältig um. Denn er sagt sich, gesunde Reinigkeit fördert meine Gesundheit. Seine Schwachstellen sind die Blase, Nieren und Darm. Um auf eine gesunde Verdauung zu kommen, sollte er auf frische, einwandfreie Nahrungsmittel achten. Ernährungsmäßig ist er sehr sparsam und achtet nicht unbedingt auf das Verfalldatum seiner Lebensmittel. In der Regel geht der Skorpionmann an die Grenzen seines Körpers. Er schreckt vor keiner Belastung zurück, denn er muss funktionieren. Richtig gut fühlt er sich, wenn er total ausgepowert ist. Zusammenfassend ist zu sagen, der Skorpionmann ist konsequent und hat seine eigenen Grundsätze. Äußerlich bringt ihn nichts aus der Ruhe, obwohl es ihm brodelt. Seine Eigenschaften sind, er ist begabt, erotisch, diskret, entschlossen und maßlos. Sein Motto ist, was mich nicht umbringt, macht mich noch stärker. Ja, ist der Skorpionmann nicht wirklich interessant? Wie ist eure Meinung darüber? Teilt es mit unter dem Kommentar. Gespannt könnt ihr auf das nächste Sternzeichen sein. Das ist der Schütze. Darüber werdet ihr im nächsten Monat mehr erfahren. Bis dahin, alles Gute, habt eine wunderschöne Zeit, eure Deria.